Muss ja nur Vorsitzende von Wahlhaus. Fußballkurs hier. Hörst du noch Wort entspannt? Mit dem Personal. Wir haben sie mal an das Eide geschossen, damit wir immer laufen konnten und gucken konnten, wie viele Autos da wegfahren. Der war wie narrisch. Dann lade ich euch drin, wenn wir fahren aus. Konditionstraining gemacht, ist da hinten raus. Leute vom Fernsehen dürfen bis dicht dran gehen. Das ist immer so. Aus dem Presseausweis. Ah, ist extra verkleidet. Hat die Doktorhose an. Oder die Darmfarben. Hätte er gerade Rasen gemäht, hätte die grüne Hose an gehabt. Wird besser passen. Bravo. Das haben wir vorher alle schon gemacht. Der erste drei. Jawohl. Das war der erste Nied. Runter mit dem Ding. Bravo! Oh, das war einfach. Wenn ich Röntgen dort gehe,
Bravo! Kommt an den Mann! Scheiß weit weg! Die steht da vorne oder so wieder. Was
Nachbarn, die sich da hinstellen. So eine Art Sitzzaun, ne? Wenn die morgen sehen, was das ist. Ja, ja, wenn das Ding und ganz zuhört, können die auch nicht sehen, was sie hier abspielt. Tja, wenn die Leute höher waren, dann waren sie doch gut. Knallzaun steht ums Dorf rum, genau wie hier bei Wahlhausen. Da standen dann da zwei Zelte am Tor, die haben dann die abgefertigt, die raus. Ach, das fahren die ja aus für die Straße, die Autos. Das kommt nur eben heute. Vielleicht später mal, ja. Ja, ja, das kommt. Um 6 Uhr. Um 6 Uhr. Mag ein unser Pass hier. Das kann ich schon. Normal kostet das. Thank you.
Das fiel mir noch ein. Ich hab gedacht, jetzt hast du nur die. Unseren Kindern jetzt sagt, dann also kommen toll. Die vom Göttingen aus. Ja, ja. Oder wir müssen Zwangsumtausch machen oder sowas. Also morgen können wir vielleicht doch noch rüber. Ja, wir wollen nicht so vorne.
Das machen wir nachher auch nochmal. Da haben wir gar einen Neubau dazu. Also